alle löschen. Ich will hier mal gucken, was kann ich einfügen. Ich würde auch gerne gelobt sei die Sonne schreiben. Hurra für Schwäche. Kann ich es damit schreiben? Achso, Kreaturen, Aktionen, das sind alles so Sachen. Feind, Monster, arme Seele, ja. Man muss aus einer gewissen Menge auswählen. Die sind sogar. Nein, sie sind nicht. Sprintangriff, ja. Nein. Objekte. Ist hier die Sonne irgendwo? Nö, ist sie nicht. Konzepte? Geheimnis, Mann, Frau, Stille. Überlegungen. Ah, hier ist es sicherlich dabei, oder? Gelobt sei die Sonne, genau. Speichern und dann wird das hier hingeschrieben von mir. Und ich kann die eigene Nachricht prüfen. So. Jetzt habe ich hier gelobt sei die Sonne, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen hingeschrieben. Und jedes Mal, wenn jemand diese Nachricht liest und mir eine positive Bewertung gibt, dann kriege ich Lebenspunkte zurück. Dann werde ich sozusagen geheilt. So, und wir haben endlich das erste richtige Gebiet erreicht. Majula. Die Nexus von Dark Souls 2. Das wichtigste Gebiet eigentlich. Und hier ist sogar schon mal ein Leuchtfeuer, an dem wir rasten können. So. Und mal kurz einen Blick in die Gegenstandskiste werfen. Denn bestimmte Sachen wie die rostige Münze, jetzt den göttlichen Segen, den wir gerade aufgesammelt haben, der allmächtige Heiler. Von einer uralten Göttin gesegnetes Wasser. Der Name ist schon lange vergessen und die Zauberakademie von Melfia verleugnet sie. Also ja, man merkt, es liegt schon sehr, Lordwyn ist schon sehr lange vergessen, wenn man sich schon nicht mehr an die Göttin von damals erinnern kann. Zu jeder Zeit gibt es einige, die sich der Verdunkelung verweigern. Ihre Taten verzerren die Wahrheit. Also ja, da geht es um die Zauberer aus Malfia. So. Was ich aber wegpacken will, ist auf jeden Fall den Dolch und die Waffen, die wir gekriegt haben. Wie gesagt, die brauchen wir alle nicht. So. Rüstung, unsere Startrüstung will ich auch mal wegpacken. Die bringt nämlich nichts. Und den weißen Ring. Und wir haben eine Titanitscherbe bekommen, mit der wir wieder Gegenstände verstärken können. So. Dann besuchen wir jetzt mal diese nette Dame hier unten. Die Smaragdbotin. Hallo. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Und sie gibt uns den Estus-Flakon. Go on and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. Ja, die Smaragdbotin gibt euch Kraft zum Aufstieg. Also bei ihr können wir jetzt unsere Stufenaufstiege machen. Nicht mehr so wie in Dark Souls 1 beim Leuchtfeuer, sondern das müssen wir bei ihr hier in Majula machen. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Ja, wir sollen nach Leiden suchen, oder nach Miseren besser gesagt. Was sie genau damit meint, erklärt sie uns jetzt gleich. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me. So that hope will not fade away. Ja, sie hat gesagt, wir sollen die vier Unaussprechlichen suchen.
Das sind vier große Wesen, die alle ein großes Leiden mit sich tragen. Aber davon erfahren wir dann noch ein bisschen mehr von anderen Leuten in Mutschula. Bearer of the curse. Seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Lest this land swallow you whole, as it has so many others. Ja, gut, sie hat uns jetzt, diesen Text, den sie jetzt gerade gesprochen hat, den wird sie uns immer wieder sagen, wenn wir sie ansprechen, deswegen werde ich ihn in Zukunft wegklicken. Aber sie kann uns noch mehr erzählen. Over the hill and past the forest is the king's castle. Where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever came of it. Those who come to Dranglake seeking salvation soon lose hope and turn hollow. It happens to them all, sooner or later. That blue knight at the base of the tower, his spirit is already broken. Although he does offer sound advice. Perhaps he is a foreshadowing of your own future. Ja, sie gibt uns einige hilfreiche Starttipps, also wir sollen da oben mit einem am Turm reden. That tiny thing inside the ruins. An ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom. Provided you find her on a good day. Und ja, hier irgendwo in den Ruinen gibt es ein kleines Wesen, was wir auch noch finden können. The sign you bear will drain your very souls. And without souls, you will turn hollow. Stay strong. Do not lose hope. Even when you have precious little time. Ja, was hat sie noch zu sagen? For when the undead dies, it is never truly dead, but only one step closer to hollowing. Not all undead are hollows, but all hollows were once undead. Ja, das ist das, was ich bereits am Anfang gesagt habe. Menschliche Form, ausgehöhlte Form, Hüllenform. Wobei ausgehöhlte Form und menschliche Form immer hin und her springen und Hüllenform dann eben endgültig ist. If you find an Estus shard, bring it to me, so that I may ease your burden. Ja, das ist auch wichtig. Over the hill and past the forest, where a man but whatever came. Und jetzt wiederholt sie sich. Gut. Also, wir gehen mal kurz hier den Turm hoch und können uns ein bisschen hier umgucken. Also erst einmal können wir uns umsehen. Ja, man sieht es schon. Erst einmal ist der Ausblick fantastisch. Aber auf der anderen Seite sieht man es schon. Ganz Dragon Lake, also die Küstenregion hier jedenfalls, sind von hohen Klippen umgeben. Abgesehen da hinten vielleicht, wo die Festung steht, die man von hier aus sehen kann. Dort, das ist wahrscheinlich der einzige Hafen hier in dem Gebiet. Und man sieht, überall sind schwere Klippen. Deswegen ist Dragon Lake wahrscheinlich nicht so leicht mit dem Schiff erreichbar. Und wenn man sich die Berge so ansieht, wahrscheinlich auch nicht über den Landweg. Deswegen ist das der Limbus wohl der einzige Weg nach Dragon Lake. Da hinten durch die Spalte. Der Limbus liegt irgendwie unterirdisch, aber er ist auch nicht wirklich da. Weil der Limbus nicht zu Dragon Lake gehört, er ist einfach bloß eine Zwischenwelt, die wir über den Spiegel betreten haben. Und da oben, hat sie uns bereits gesagt, jenseits der Wälder, das da, was der schwarze Turm da, das ist Schloss Dragon Lake. Nur mal, dass man es im Voraus weiß. Dort wird es uns irgendwann später hin verschlagen. Und wir sehen auch dort hinten ein Gebiet, eine versunkene Ruine und einen weiteren Leuchtturm. Beziehungsweise das hier ist gar kein Leuchtturm, das hier ist nur ein Monument. Und hier auf der Rückseite gibt es sogar schon einen Hinweis aufs DLC. Sucht das Land eines alten Königs tief verborgen in der schwarzen Schlucht. Also ja, sogar ein kleiner Spoiler für diejenigen, die Dark Souls 2 noch nicht kennen. Und hier können wir sehen, wie viele Millionen oder Milliarden
Million. 163 Millionen Tode schon weltweit. Also ja, es spielen sehr viele Dark Souls. Ja, und hier ist unser mutloser Freund Krieger hier. Den können wir auch mal ansprechen. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Ja, wer die Stimme erkannt hat, er ist der entmutigte Soldat, den man auch am Feuerbandschrein im ersten Teil trifft. Von der Stimme her oder von seiner Situation her. Sitzt er da einfach rum und ist mutlos. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Ja. Sehr toll. Er sagt, den Fluch kann man hier nicht brechen. Stimmt so nicht ganz. Man muss halt ein ziemlich zäher Hund sein und das ist er leider nicht. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. Ja, da hat er recht. Wir werden niemals sterben als Untote, das ist der wirkliche Fluch. Wir werden irgendwann zu einer Hülle werden. Wenn wir nicht aufpassen. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Ja, genau. Er erzählt uns auch nochmal von den vier Wesen, so wie die Smaragdbotin da unten, die große Seelen tragen, aber auch große Flüche. Und genau das meinte sie mit, wir sollen Leiden suchen. Wir sollen die vier verfluchten, leidenden Wesen suchen und uns ihre Seelen schnappen, damit wir die Macht kriegen, nach Dragonlick zu kommen, also ins Schloss. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours if you wish. You need only accept their kind embrace. Mhm. Wir können jetzt dem ersten Eid beitreten und das werde ich auch machen. Und zwar den Eid des Blauen Pfades. Ja. So. Dadurch bekommen wir einen Ring. Haben den Eid geleistet. That is a wise decision. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Let the sentinels cradle you in their embrace. Ja, den Ring legen wir auch gleich mal an, weil der
erhöht, wenn wir kurz umschalten, unsere Lebenspunkte ein bisschen. Also schon mal zugute kommt. So, er hat uns noch mehr zu sagen. You feel lonely here? It suits me just fine, as I've nothing left anyway. It will grow on you, this place. Give it some time. Ja, er ist voll unten durch. Und wir können bei ihm eine Geste erlernen, und zwar die Willkommensgeste. Und mit ihm noch mehr reden. Do you see the way beyond the bonfire? That will take you to the forest of the giants. There was once a great fort, but little of it remains. You may just find something there that will be of use on your journey. But don't venture too far inside, or you might not come back. Also ja, er hat gerade gesagt, hinterm Leuchtfeuer gibt es einen Weg. Hades Tower of Flame lies beyond the far gate. In the cathedral, the apostles of blue gather. But the road leading there is perilous. The gate is rigged with some contraption. But how it works, I just don't know. Have you seen that pit, that gaping hole in the earth? I don't know what it's like down below, but I wouldn't suggest trying to find out. Besides, you'll never make it down there. Not without a ladder of some sort. The flame you see there is a bonfire. They exist all across the land, beacons to we undead. If you are tired, try resting beside the flame. The flame heals us.